Ja, dann auch von mir erstmal einen schönen guten Morgen oder einen guten Tag, wann immer Sie angefangen haben. Ich versuche Ihnen heute die Neuerung in NXCAM 23.06 näher zu bringen. Und wir werden dort verschiedene Themenbereiche durchgehen, die ich Ihnen dann auch zeigen werde. Unter anderem jetzt am Anfang die Neuerung in der Oberfläche. Was gibt es dort? Nämlich die Anzeige der Schnittgeschwindigkeit jetzt im Operationsnavigator. Wir haben eine kombinierte Wiedergabe- und Pausenschaltfläche, Erweiterung beim Messen und die Werkzeuganzeige. Was bedeutet das im Einzelnen? Zum einen haben wir gesagt, Schnittgeschwindigkeit wird in allen Ansichten des Operationsnavigators mittlerweile angezeigt. Das ist vielleicht ganz interessant für Drehoperationen, wo mich die Drehzahl dann etwas weniger interessiert. Wir haben, wenn Sie simulieren, eine kombinierte Wiedergabe- und Pausentaste, die ist jetzt separiert worden, wird die Werkzeugsimulation dementsprechend gestartet, ändert sich die Schaltfläche automatisch von Start auf Pause. Im NXCAM ist jetzt eine Erweiterung für das Messen mit reingekommen. Das Messen funktioniert jetzt auch auf dem Werkzeugweg. Es kann zwischen zwei Punkten oder einem Punkt und einem Geometrieelement gemessen werden. Und die Werkzeuganzeige, wird das Werkzeug aktiviert, wird es nicht wie bisher immer am WCS dargestellt, sondern jetzt dort, wo der NC-Weg letztendlich erzeugt wurde. Das Ganze schauen wir uns einmal an, direkt im System. Ich habe hier ein einfaches Werkstück. Ich habe hier Bearbeitungen drauf liegen. Und innerhalb dieser Bearbeitung, wenn ich jetzt das Operationsfenster einmal aufziehe, sehen wir hier die Möglichkeit, dass die Schnittgeschwindigkeit jetzt hier immer mit sichtbar ist, egal in welcher Ansicht ich schalte. Diese können Sie natürlich von den Spalten her sortieren, wenn Sie das Ganze lieber weiter vorne sehen möchten. Wenn ich jetzt eine Operation aktiviere, sowohl in der Operationsansicht als auch in der Werkzeugansicht, wird mir das passende Werkzeug zu der Operation jetzt am Beginn der Operation angezeigt. Das erleichtert das Ganze einfach, weil viele wissen ja, dass man den Nullpunkt durchaus mal in der Mitte des Teiles hat. Und wenn das Werkzeug dort immer angezeigt wurde, war es immer schwierig, die Form zu erkennen. Starte ich jetzt die Simulation, dann kann ich ganz einfach den Startbutton wiedergeben, jetzt anklicken. Der Werkzeugweg beginnt, der Schieberegler, den gibt es ja schon lange. Und die Taste wandelt sich um in eine Pausentaste und ich kann dort jederzeit starten und wieder beenden. Ich kann natürlich auch durch die Schichten durchklickern und habe jetzt die Möglichkeit, bei der Analyse in das Messen hineinzuwechseln. Kann dann von mir aus umschalten auf den Punkt und kann jetzt jeden separaten Punkt auf meinen Werkzeugweg anklicken und könnte dann dementsprechend zu einem anderen Punkt, entweder in der Geometrie oder auch zu einem Objekt entsprechend messen. Oder ich möchte vielleicht nur einen Teilschnitt des Werkzeugweges sehen. Dann bekomme ich dort dementsprechend das Messergebnis angezeigt. Ich kann alle Möglichkeiten nutzen, die hier drin sind, auch vektorgesteuert. Weitere Elemente, die neu hineingekommen sind. Anzeige veralteter Werkzeuge aus der Bibliothek. Wir können jetzt einen Werkzeugschaft aus dem Volumenkörper extrahieren, Facettenkörper aus dem IPV erzeugen, einen Teil auf der Maschine positionieren, gibt es eine neue Möglichkeit und den sogenannten Cloud-Werkzeugmanager. Anzeige veraltete Bibliothekswerkzeuge. Wenn Sie die Werkzeuge aus der Bibliothek benutzen, und diese in der Bibliothek geändert werden, haben Sie bis jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, das
über ein Informationsfenster mitzubekommen. Wenn Sie jetzt ein geändertes Werkzeug in der Bibliothek haben und Sie öffnen Ihr altes CAM-Setup und es wird festgestellt, dass das Werkzeug sich geändert hat, bekommen Sie darüber eine Information. Sie müssen dafür in den Anwenderstandards die Bibliothekswerkzeuge auf Aktualisierung prüfen aktivieren. Das Werkzeug wird dann dementsprechend, kommt dann die Meldung und dann können Sie die Aktualisierung starten oder natürlich auch lassen. Was heißt das? Ich gehe mal einfach hier in meine Historie rein und sage mal, ich möchte ein bestimmtes Teil öffnen. Ich gehe ganz einfach auf Öffnen. Das geht natürlich auch, weil wir auf den Speicherort gehen können. So, dann gehen wir in die Parts rein und dann gibt es hier ein Werkstück, was ein veraltetes Werkzeug beinhaltet. Dann bekomme ich hier entsprechend die Meldung, dass das Werkzeug sich geändert hat. Wenn es mehrere Werkzeuge sind, bekommen Sie die dann natürlich alle angezeigt. Und Sie haben dann die Möglichkeit zu sagen, ja, aktualisieren oder nein, nicht aktualisieren. Wenn Sie nicht aktualisieren, bekommt dieses Werkzeug ein entsprechendes Symbol, dass es veraltet ist. Und dann können Sie das dementsprechend wieder aktualisieren. Es besteht jetzt die Möglichkeit, einen Werkzeugschaft aus Volumenkörpern zu extrahieren. Das ist ein Vorteil, wenn Sie einen Messerkopf als Beispiel anlegen und die unteren Teil des Messerkopfs beschrieben haben, aber letztendlich die Form oben dann noch definieren möchten. Wie sieht das Ganze aus? Wir schauen mal uns das Werkzeug an. Das ist hier aufgelistet. Wir haben einmal einen schneidenden und nicht schneidenden Teil. Der schneidende Teil ist hier definiert und hat natürlich hier auch entsprechend eine Länge. Die muss ich mit beachten. Wenn ich jetzt auf den Schaft gehe, kann ich sagen, ich möchte genau wie beim Halter einen Volumenkörper extrahieren. Sage ihm dann, wo der Schaft beginnt. Und kann dann sagen, extrahiere mir die Werte. Klar, ich muss den Volumenkörper noch vorher extra anselektieren und sage dann die Stufenparameter extrahieren und bekomme dann dementsprechend den Halter des Werkzeuges hier eingetragen. Und natürlich könnte ich jetzt diese Werte wieder in die Bibliothek zurückschreiben. Facettenkörper aus dem IPV erstellen. Das ist jetzt bei jeder Werkzeugposition möglich. Der Körper wird dann entsprechend unter der Geometrie ohne Zeitstempel angelegt. Das heißt für Sie, wenn Sie Ihr Rohteil an einer bestimmten Position extrahieren möchten, um es vielleicht in einer anderen Bearbeitung zu nutzen, könnten Sie die Simulation entsprechend starten. Ja, lass mal ein bisschen schneller durchlaufen. So, wir blenden mal den Werkzeugweg dabei aus. Und ich drücke mal die Pause, dann haben Sie hier jetzt die Möglichkeit zu sagen, Sie möchten einen IPV-Facettenkörper erzeugen und der wird dann in Ihren Konstruktionsnavigator unter Geometrie ohne Zeitstempel entsprechend angezeigt und angelegt. Den können Sie dann, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen, natürlich ausblenden.
oder auch exportieren, wie Sie das gerne möchten. Wenn Sie das Werkstück auf der Maschine positionieren wollen, gibt es eine neue Platzierungsmöglichkeit, die explizit so ausgelegt wurde, dass Sie das Händeln wie gewohnt haben an der Maschine. Das heißt, ich gehe jetzt einfach da mal rein und sage in meiner Werkzeugmaschinenansicht, ich möchte meine Maschine ersetzen. Ich nehme jetzt mal eine einfache Dreiachsmaschine, die ich gerne dementsprechend platzieren möchte. Bestätige das, bekomme eine Voranzeige. Ich scroll mal etwas heraus aus der Maschine. Die Maschine wird ja jetzt so angezeigt, dass ich hier eine Durchsichtigkeit habe, damit die Orientierung für mich einfacher ist. Das kann ich hier ja dynamisch steuern. Und ich habe die Möglichkeit, jetzt zu sagen, das Teil auch der Maschine zu positionieren. Das heißt, ich positioniere nicht mehr die Maschine zum Teil hin, sondern wirklich das Teil auf der Maschine, bekomme dann eine Vorschau und kann mein Koordinatensystem, womit ich positionieren möchte, jetzt dynamisch hier definieren. Ich lege es mal einfach unten auf die Mitte von der Fläche. Dann wird es dorthin platziert und jetzt kann ich hier dieses Koordinatensystem dynamisch bewegen und es bewegt sich nicht die Maschine, sondern das Werkstück, was eine Erleichterung bei der Platzierung ermöglicht. Wenn ich das bestätige, wird das dann dementsprechend übernommen. Cloud Werkzeugmanager wird die ASCII-basierte Library ablösen. Sie haben dort die Möglichkeit, dass es eine grafische Schnittstelle ist, um Ihre Werkzeuge da dort dementsprechend herauszuholen. Und wie funktioniert das Ganze? Ich sage jetzt Werkzeug erzeugen und habe hier die grafische Werkzeugausgabe an der Cloud. Wenn ich die aktiviere, öffnet sich ein neues Fenster als Cloud Management und ich habe hier jetzt Stand heute meine ganzen Milling-Werkzeuge in dieser Anzeige drin, die aus der ASCII-Library kommen und genauso die Bohrwerkzeuge, die aus der ASCII-Library kommen. Ich habe verschiedenste Möglichkeiten, hier dementsprechend zu filtern. Und wenn ich auf den Filter gehe, kann ich hier Filter kombinieren, indem ich zum Beispiel sage, ich möchte einen Durchmesser haben, der gleich 16 ist oder größer, kleiner oder ungefähr. Und wenn ich den Wert hier eingebe und sage, filter mir das Ganze, dann werden mir nur noch die Werkzeuge angezeigt, die diesen Durchmesser dementsprechend haben. Filter lässt sich natürlich jederzeit wieder zurücksetzen und dann sehe ich wieder alle Werkzeuge. Wenn ich so ein Werkzeug habe, habe ich die Möglichkeit, dieses zu duplizieren, dann auch zu löschen. Ich muss also nicht mehr in den ASCII-Files suchen. Ich kann das in meinem Maschinen-Setup rübergeben oder ich kann das Werkzeug auch editieren. Bekomme dann dementsprechend eine Voranzeige mit den Parametern, die dort hinterlegt sind, könnte jetzt zum Beispiel auch ein Material zuweisen und habe hier noch viel mehr Möglichkeiten, die Einzelposition des Werkzeuges dementsprechend zu ändern. Unter anderem auch, welche Richtung, ob welcher Innenkühlung vorhanden ist, ja, nein, den Z-Mount und so weiter. Ich kann das einfach speichern, dann wird das dementsprechend in das Werkzeug übernommen. Das Ganze gibt es dann dementsprechend auch für die Halter. Auch hier habe ich die Möglichkeit, einen Halter zu duplizieren oder zu editieren und auch die Möglichkeit, aus einem 3D-Modell, aus einem Step-Modell die Halterdaten zu extrahieren. Highlight ist eigentlich, dass ich hier auch Anbieterkataloge drin habe.
zum Beispiel hier Freiser, Walter oder Seco. Und wir gehen mal auf den Freiser Tool Manager, der dann hier drin angezeigt wird, kann sagen, ich suche nach einem bestimmten Werkzeug, habe dann hier ein Vorschaubild und meine Parameter, die ich angeben kann. Und ich suche jetzt einfach mal ein Werkzeug mit einem Durchmesser von 12. Hier werden nur die Elemente angezeigt bei Freiser, die auch wirklich dementsprechend vorhanden sind. Dann kann ich sagen, ich möchte eine bestimmte Sorte von Werkzeugen haben, bekomme hier ständig mein Ergebnis, kann sagen, okay, der 12er Fräser soll nur 2er Eckenradius haben. Die Eingrenzung von 4 reicht mir jetzt. Übernehme das Ganze einmal und sehe hier die Werkzeuge aufgelistet mit den verschiedenen Schaftaufnahmen. Kann dann auswählen, welchen Schaft ich haben will. Ich lasse den einfach mal das ausgewählt, was jetzt vorgeschlagen wird. Sage, sende mir das Ganze nach dem NX. Kann dann meine Library-Referenz vorgeben. Die Beschreibung wird automatisch gefüllt. Ich kann sagen, Import zu meiner Werkzeugbibliothek oder Import in der Werkzeugbibliothek und sende es gleichzeitig zu NX. Ich sage jetzt einfach mal Import. Dann ist der erfolgreich importiert worden und wird mir dann entsprechend hier angezeigt. Hier ist das Werkzeug mit dem 12er Durchmesser und da ist es. Und könnte das jetzt hier einmal weiter bearbeiten, wenn ich das möchte, oder aber auch nach NX übersenden. Was ist noch neu reingekommen? Wir haben einen neuen Werkzeugtyp, nämlich den Schwalbenschwanzfräser. Den gibt es jetzt. Der kann in verschiedenen Operationen genutzt werden. Phasenfräser für Mehrachsen-Endgrad-Operationen. Sehr interessant. Immer Operation Schnellschruppen, die neu eingeführt wurde. Und Bearbeitungsbereich Extrahieren ist nochmal eine zusätzliche Arbeitserleichterung in meiner Programmierung der NC-Wege. Neuer Werkzeugtyp Schwalbenschwanzfräser. Ich kann dementsprechend die Parameter eingeben. Der Werkzeugtyp gibt es unter Milplanar und sieht dann dementsprechend so aus, dass ich mir das Werkzeug, ich mache mal ein paar Elemente zu. Den Werkzeugmanager können wir auch zumachen. Der wird immer als Tab oben angezeigt, erst wenn Sie ihn schließen, ist er letztendlich tatsächlich wieder weg. So, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe hier ein kleines Werkstück mit verschiedenen Bearbeitungen drauf, die einfach zeigen, wo ich dieses Werkzeug einsetzen kann. Mir wird hier dementsprechend der Schwalbenspanzfräser angezeigt. Wenn ich den Werkzeugweg anzeige, geht das natürlich dann auch. Und ich setze mal die Geschwindigkeit etwas runter und lasse mal einfach den Werkzeugweg simulieren. Ich kann ihn einmal einsetzen in der Funktion Planner Mill, Planner Profile. Ich kann ihn dann dementsprechend auch für Einzelwege zum Schruppen einsetzen, um mich dann dementsprechend seitwärts näher in das Material hereinzuarbeiten. Ich kann es für die Funktion Z-Ebenen-Hinterschnitt nutzen. Dann wird das Werkzeug dementsprechend bei jeder Stufe näher herangeführt. Ich kann es ebenfalls für dreiachsiges Entgraten nehmen und brauche dann hier auch nur die automatische Kantenerkennung, die Entgratungstiefe letztendlich angeben. Und wenn ich das Ganze simuliere, wird der Werkzeugweg dann auch dementsprechend an meinen Kanten erzeugt mit dem Schwalbenschwanzwerkzeug. Ich kann es genauso verwenden für die Funktion Solid Profil 3D oder Profil 3D. In den Anwendungsmöglichkeiten wird das Werkzeug eingesetzt. Beim Phasenfräsen für das mehrachsige Entgratungsoperationen war es bis jetzt nur möglich, Kugelfräser einzusetzen. Das ist jetzt geändert worden. Es können tatsächlich auch Phasenfräser eingesetzt werden, die die ganze Arbeit letztendlich viel mehr erleichtern.
Das können wir uns anschauen. Wir haben hier ein Werkstück mit verschiedenen Operationen und wir haben hier jetzt mal fünfachsiges Entgraten draufgesetzt. Sie sehen die Operation, ich scroll mal in das Werkzeug rein, es ist ein Phasenfräser, das sehen Sie auch hier oben. Und die Operation, die hier erzeugt wurde, gebe ich ja einfach nur an, wie tief ich das Ganze letztendlich entgraten möchte, entweder nach einer Tiefe. Die Kontakthöhe des Werkzeuges gebe ich an, sprich wo das Werkzeug entsprechend nachgeführt wird. Und wenn ich das simuliere, mache ich mal ein bisschen langsamer, so, und starte das Ganze einmal, dann wird mir hier dementsprechend die Kontur entgratet und dann, wenn es mehrachsig wird, wird entsprechend die Achssteuerung mit angesteuert. Es gibt das neue Modul Schnellschuppen. Das ist eine neue Operation zum Abtrag großer Materialmengen. Es soll das schnelle Erstellen einer Schruppoperation ermöglichen und dient auch dazu, möglichst schnell viel Volumen aus meinem Werkzeug herauszuholen, aus meinem Werkstück. Entschuldigung. So, wie funktioniert das Ganze? Dieser Operationstyp ist unter dem Template Come New. Die stehen zum Testen bereit. Ich kann die auswählen dort, stelle meine entsprechenden übergeordneten Elemente ein, bestätige das Ganze und habe dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Was ich nicht habe, ist ein Flächenbereich, den ich auswählen kann, sondern ich arbeite prinzipiell zwischen Werkstück und Rohteil. Was ich zusätzlich schalten kann, ist, ob ich mit Restmaterial bearbeiten möchte oder ohne. Das heißt, ich kann den Bereichstyp auf automatisch stehen lassen. Dann wird das ganze Geometrieelement analysiert zwischen Werkstück und Rohteil. Oder ich kann zum Beispiel auch angeben, in welchem Bereich ich arbeiten möchte. Sobald ich das hier anklicke, bekomme ich eine Box angezeigt mit der Benennung für oben, die ich dynamisch ziehen kann. Und das Gleiche ist natürlich für unten. Die kann ich ebenfalls dynamisch ziehen. Unten wird mir dann auch angezeigt, dass es aktiv ist. Ich bekomme eine visuelle Rückmeldung, kann aber auch sagen, ich möchte ein bestimmtes Objekt auswählen, zum Beispiel dieses hier. Ich habe die Möglichkeit, konstante Tiefe zu geben oder die oberste Ebene Fläche, dass dir ein zusätzlicher Schnitt drauf erzeugt wird. Ich kann die minimale Breite des Werkzeuges eingeben für die Zustellung und die Z-Tiefenzustellung. Unter der Strategie habe ich noch ein paar Möglichkeiten, die Schnittbewegungen zu beeinflussen, und zwar Tiefe oder Stufe zuerst, ob ich Gleichlauf oder Gegenlauf arbeiten will oder ob ich alle Werkzeugwege verrunden möchte. Kleinbereichsumgebung, wenn da Elemente sind, die kleiner als dieser Prozentangabe, dann werden diese ignoriert. So, ich starte mal. Die Erzeugung, der Werkzeugweg wird erzeugt, sehr schnell dargestellt und kann dann dementsprechend hier meinen Werkzeugweg laufen lassen und bekomme dann vom Werkzeugweg selber zur Erklärung praktisch den Schnitttyp Werkzeugweg zum Teil. Das heißt, er analysiert die innere Kontur, die bearbeitet werden soll, und es wird sich von außen nach innen herangearbeitet. Vorteil dieser Bewegung ist, dass Sie kennen das vorige Taschenfräsen frei oder Teil oder orientieren am Teil, dass dort sehr viele Abhebebewegungen stattgefunden haben. Die sind bei dieser neuen Funktion komplett eliminiert worden. Sie kennen das Ganze, wenn Sie bearbeitet haben und haben eine Operation angelegt und
Innerhalb der Operation haben Sie eine Geometrie ausgewählt und stellen jetzt fest, dass Sie mit einer nachfolgenden Bearbeitung genau auf diese Geometrie letztendlich mehrere Bearbeitungen machen möchten. Das heißt, ich gehe mal in die Geometrieansicht und Sie haben hier eine Auswahl der Geometrie, die nehme ich jetzt einfach mal raus und erzeuge jetzt einfach mal eine Operation, eine ganz normale Mill-Kontur auf mein Element, stelle wieder meine entsprechenden Informationen ein, sag hier, die möchte ich bearbeiten und sag jetzt, ich möchte eine bestimmte Geometrie selektieren. Und zwar durch kantenbegrenzten Bereich. Meine Ursprungsfläche ist dir und die Flächen sollen tangential sein. Ich möchte einmal den Bereich hier dementsprechend eingrenzen. Dann habe ich in meiner Operation die Auswahl dieser Flächen und könnte jetzt sagen, okay, ich lasse die Einstellung einfach mal. Ich erzeuge dementsprechend meinen Werkzeugweg. Jetzt ist es so, die Operation ist angelegt, der Werkzeugweg ist vorhanden und jetzt möchten Sie eine Schlichtoperation machen und sagen, ja, ich habe vergessen, hätte ich es doch mal lieber als einen Geometriebereich angelegt. Dann habe ich jetzt die Möglichkeit, über die rechte Maustaste, über das Objekt, den Bearbeitungsbereich zu extrahieren. Dann bekomme ich eine Mill Area angelegt, also einen Oberflächenbereich, mit den Operationsnamen dahinter und ich habe diesen Flächenbereich jetzt raus extrahiert aus meiner Operation und kann diesen dann für weitere Operationen ganz einfach nutzen. Weitere Neuigkeiten, Kollisionsprüfung beim Drehen, Messen auf der Maschine und eine neue Werkstattdokumentation, die wir uns einmal ansehen möchten. Kollisionsprüfung beim Drehen, die, wenn Sie mit Werkzeugen arbeiten, die aus einem Volumenkörper bestehen, wird dieser jetzt automatisch bei der Erzeugung der Operation mit in die Kollisionskontrolle eingepflegt. Das gilt nur für Volumenkörper, die dazu gekommen sind, nicht für extrahierte Volumenkörper aus den Parametern des Werkzeuges. Was heißt das Ganze? Wir schauen uns das mal an. Ich habe hier ein Werkzeug, was aus einer Schneidplatte besteht und einen entsprechenden Volumenkörper, den ich dort mit hinterlegt habe. Bis jetzt war es immer so, Sie kennen das, wenn Sie auf die Geometrie gehen, auf die Operation, berechnet wurde nur die Platte, aber nicht der Volumenkörper dahinter. Wenn ich das Ganze jetzt erzeuge, bekomme ich eine Meldung, dass die letzte Werkzeugposition verletzt die Sicherheitszone im Werkstück in Bearbeitung. Dann kann ich die jetzt ändern. Die Kollision ist aber entstanden durch meinen Werkzeugkörper, den ich hinterlegt habe. Und zwar sowohl gegen mein Werkstück als auch gegen mein Rohteil. Dann kann ich mir diese Kollision letztendlich auch anprüfen, wenn ich das möchte. Und zwar indem ich sage, ich möchte meinen Werkzeugweg überprüfen. Werkzeugweg prüfen, schalte die Kollisionskontrolle dann dementsprechend ein, bestätige das Ganze und sehe dann als Meldung, dass an dieser Stelle mein Werkzeugweg kollidiert und ich kann mir natürlich auch die Werkzeugbaugruppe dann dementsprechend anzeigen lassen und sehe dann auch, wo die Kollision stattfindet.
Das erleichtert auf jeden Fall meine Programmierung und trägt wesentlich zur Sicherheit bei der Erstellung von meinen Operationen bei. Es gibt ein neues Modul Messen auf der Maschine. Das Modul Probing ist überarbeitet worden, eingeführt in der 2306, wird auch ständig erweitert. Benötigt wird da eine separate Lizenz. Wie sieht das letztendlich aus? Das schauen wir uns direkt live an. Ich habe hier ein Bauteil, was ich einfach mal auf der Maschine vermessen will. Und ich habe mir hier ein Werkzeug hereingeholt als Taster. Ich gehe mal in meine Geometrieansicht und dann gibt es hier dieses On-Machining-Probing. Das finden Sie in der Operation einmal CAM-Test-New. Da ist dieses On-Probing-Machining drin und es gibt genauso unter Probing ist es auch drin. Das ist das Neue. Das hier sind die alten Module. Wähle mal das Neue an, sage, ich möchte hier dementsprechend mit den Taster arbeiten auf meinem Werkstück. Bestätige das, bekomme ein neues Fenster, wo erstmal nicht viel drin ist, weil dieses Probing funktioniert anders. Es geht wirklich auf Geometrieelemente. Ich kann jetzt ein Geometrieelement angeben und könnte sagen, ich möchte jetzt auf einer Fläche oder einem Punkt hinarbeiten. Und ich wähle jetzt einfach mal diese Fläche aus. Bestätige das. Und jetzt arbeitet das System und schlägt mir die Messzyklen auf der Maschine vor, die für diese Fläche in Frage kommen. Einmal die Messzyklen der Sinumerik und einmal die Messzyklen der Heidenhain-Steuerung. Und wenn ich jetzt angenommen von der Siemens einen Punkt messe oder eine Ebene messen möchte, dann gehe ich jetzt auf diesen Zyklus drauf und dann bekomme ich hier unten schon die Meldung, dass ich drei Punkte fürs Messen wählen soll. Ich gehe dann in die Tastparameter rein. Er fragt mich nach dem ersten Punkt, den setze ich mal dorthin, den zweiten Punkt dort und den dritten Punkt dann dementsprechend hier. Jetzt werden mir die Werkzeugwege direkt schon angezeigt, die der Taster nimmt. Ich bestätige das Ganze, kann den Werkzeugweg dementsprechend erzeugen und dann habe ich diesen. Wenn ich das Ganze dann simulieren möchte oder wenn ich es aktiviere, dann sehe ich einmal die Tasterposition, von wo aus das Ganze beginnt. Natürlich kann ich die Sicherheitsebene beeinflussen und wenn ich das ablaufen lasse, bekomme ich dementsprechend die Werkzeugwege angezeigt und natürlich auch nachher beim Post-Processing entsprechend ausgegeben. Wenn ich ein anderes Element selektiere, zum Beispiel hier diesen Zylinder, dann bekomme ich auch hier die Messmöglichkeiten, die ich habe. Und je nachdem, was ich anwähle, bekomme ich direkt eine Vorschau, nämlich ob ich ein Kreissegment tasten möchte oder den Vollkreis tasten möchte. Das gleiche natürlich dann auch für die Heidenhain-Steuerung, die beiden anderen Möglichkeiten. Wir bleiben bei der Siemens. Ich wähle das einfach und wenn ich jetzt wieder in meinen Antastparameter gehe, habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Ich kann den Startmesspunkt vorgeben, den ich gerne haben möchte. Ich kann die Messmethode hier dementsprechend, wenn ich die Schalter öffne, umschalten. Ich kann auch sagen, ob ich nur messen möchte oder aber ob ich gleichzeitig ein Offset erzeugen will auf mein Koordinatensystem oder auf meinem Werkzeug oder auf meinem Werkzeug mit Längenkorrektur. Und ich kann hier noch verschiedene Offsets vorgeben. Wenn ich das bestätige, auch hier wird mir dann entsprechend der Werkzeugweg angezeigt. Muss ich natürlich erzeugen, damit er gültig ist.
und kann ihn dann dementsprechend, wenn er aktiv ist, simulieren. Es werden zurzeit alle Möglichkeiten der Messungen unterstützt, die wir haben auf den Maschinen, die standardmäßig hinterlegt sind. Ja, wenn ich jetzt eine einzelne Geometrie auswähle und ich möchte nur eine Fläche antasten, dann kann ich auch das tun, indem ich die anklicke und bekomme dann dementsprechend die verschiedenen Messmethoden angezeigt und bekomme auch Warnungen, dass ich aus bestimmten Winkeln zu den Standardantastrichtungen herauslaufe. Übrigens, was auch angezeigt wird, sind zum Beispiel bei der Heidenhain, die kann Tasten im geschwenkten Element oder geschwenkten Tisch, also im geschwenkten Zustand, nicht tasten, auch diese Information bekomme ich dann dementsprechend angezeigt, dass das nicht funktioniert. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch ein Modul vorstellen, was es im Moment kostenfrei auch dem Post-Hub gibt. Das ist eine Pre-Release, die Sie benutzen können ab der 23.06. Sie geht auch für vorherige Versionen, aber ohne Garantie, dass das Ganze funktioniert. Als erstes vielleicht einfach mal, wie kommen wir auf den Post-Hub? Unter den Reiter Maschine gibt es hier Maschine auf Post-Hub suchen und genau diesen Link kann ich auch dafür nutzen. Wenn ich da draufklicke, muss ich mich dementsprechend anmelden. Haben Sie auch gleich meine E-Mail-Adresse. Und wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie hier immer die neueren Elemente, die reingekommen sind. Ja, dass der Download-Button sich geändert hat und solche Sachen. Und wenn Sie hier auf Support-Ressourcen gehen, dann wird jetzt der Post-Hub durchsucht und dann haben Sie hier verschiedene Möglichkeiten, die teilweise lizenziert werden müssen. Ja, aber die Sie dann dementsprechend nutzen können. Zum Beispiel die NXCAM Setup Templates. Das On-Probing ist hier dementsprechend vorbelegt. Aber hier, das darum geht, ist das NXCAM Machining Setup Instruction und das könnten Sie sich dann dementsprechend herunterladen. Es gibt noch verschiedene Elemente für den Postbilder, Additivfertigung und so weiter. Wenn Sie sich das Ganze runtergeladen haben, dann können Sie das in Ihren System mit einbinden. Ich habe es einfach mal hier gemacht als Dokumentation. So, wir schauen uns mal. Ja, ich muss den Post-Hub beenden, bevor wir da reingehen. Wir schließen den Post-Hub dann dementsprechend einmal, um wieder in unser CAM-Setup hereinzukommen. So, ich wähle mal ein Element aus. Nehmen wir diesen Zylinder, Head, den wir hier haben. Bestätige das Ganze, gehe mal in die normale Schattierung herein. Kann dann auch sagen, wenn ich das möchte, dass ich meinen Hintergrund ändern möchte, indem ich den einfach mal auf weiß umstelle für verbesserte Bilder. Gehe in meine Operationen rein und habe hier verschiedene Operationen drin. Ich gehe auf mein NC-Programm und sage dann ganz einfach auf mein Icon, ich möchte die Dokumentation einmal starten. Jetzt öffnet sich eine kleine API, die hier dementsprechend angezeigt wird und kann dann vorentscheidend machen. Ich möchte vielleicht Image dazu. Ich möchte
die MCS-Geometrie dazu. Ich möchte alle Programmgruppen in mein Dokument haben und sage ganz einfach, hol mir mal alle Informationen aus meinem Werkstück heraus. Jetzt sehen Sie, dass hier im Hintergrund einiges passiert. So, und dann öffnet sich meine Setup-Instruktion. Dann kann ich dem Ganzen einen Titel geben. Als Beispiel kann auch ein Kommentar eingeben. Ja, und dementsprechend hier verschiedene Informationen mitgeben. Das wird selber rausgesucht. Wenn ich diese Ansicht als Standardansicht nicht haben will, sondern eine eigene, dann kann ich mir dementsprechend, wenn ich in das Fenster gehe, mir eine andere Ansicht hereinziehen, die einfach setzen und sagen, mach mir mal ein neues Bild davon und bekomme das dementsprechend angezeigt. In der Programminfo wird unterschieden nach den verschiedenen Methoden, die ich hier habe, in den Programmgruppen. Und dann bekomme ich dementsprechend die Elemente angezeigt, die in der Programmgruppe drin sind, wie viel Zeit dafür benötigt wird und könnte jetzt auch für jedes nochmal einen zusätzlichen Kommentar abgeben. Ich habe die Operationsinfos, nämlich auf welchen diese Bearbeitung, welches Offset Sie haben, welches Werkzeug eingesetzt wird und so weiter. Und je nachdem, was ich umschalte, bekomme ich hier das Bild angezeigt und könnte jetzt auch für dieses Operationsbild sagen, die Ansicht gefällt mir nicht. Ich möchte vielleicht eine etwas andere Ansicht haben, dass das Werkzeug so ein Stückchen mit dabei ist als Beispiel. Dann kann ich sagen, okay, schieß mir doch dieses Bild für diese Operation und dann bekomme ich das entsprechend angezeigt. Ich bekomme eine Werkzeuginfo von allen Werkzeugen und zwar einmal als Grafik mit bestimmten Informationen, mit den Elementen, die wichtig sind und kann auch hier für jedes Werkzeug nochmal einen Kommentar hinterlegen, wenn ich das möchte und dann dementsprechend das abschließen. Das Offset bekomme ich auch noch vom Workpiece und kann zum Schluss sagen, wenn ich mit allem zufrieden bin, Create Dokument, dann kann ich hier dementsprechend sagen, was für Informationen ich alle habe. Ich kann auch das CSE-Time-Reporting machen, wenn ich die Maschine mitgeladen habe und das Ganze simuliert habe. Und dann sage ich ganz einfach Export to PDF. Und gehe mal einfach jetzt in mein TEM-Verzeichnis, gebe das dort an. Ja, ich möchte es überschreiben. Dann wird das PDF dann dementsprechend erstellt und mir gleichzeitig geöffnet. Und dann bekomme ich hier meine Informationen von den ganzen Operationen, als auch die Werkzeuginformationen und was ich dort alles eingegeben habe. Ja, hier ist das geänderte Foto drin, was ich geschossen habe. Und dann könnten Sie die Dokumentation dann entsprechend ablegen. So, das war ein Überblick über die Neuerungen in NXCAM. Ich hoffe, Ihnen hat alles zugesagt und ich habe Sie ein wenig begeistern können und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung.